Meine Lieben, guten Morgen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich werde meine Familie jetzt gleich entführen in ein ganz, ganz besonderes Restaurant. Wir haben es 11 Uhr, wir haben eine weite Fahrt vor uns, aber es gibt etwas zu feiern. Dazu habe ich jetzt hier schon ein Fotoalbum vorbereitet. Ja, das werden wir uns dann anschauen. Es geht um den Gianluca. Der Gianluca wird einen ganz, ganz besonderen Weg jetzt einschlagen und das wollen wir feiern. Er hat seine Prüfungen bestanden und es wird mit Sicherheit sehr, sehr emotional, besonders für mich. Es werden einige Tränen fließen von mir. Ja, mein Mama-Herz, ne? Jedenfalls wisst ihr ja, wie wichtig mir Bilder sind. Wir haben oben einen Riesenschrank, da sind ganz, ganz viele Fotoalben. Und die halte ich alle in Ehren. Und dazu habe ich heute auch einen ganz, ganz besonderen Tipp für euch. Jetzt wollte ich euch aber erstmal noch ein paar schöne Bilder vom Gianluca zeigen. Also erstmal eins von mir. Das ist jetzt nicht besonders schön, aber da war ich schwanger mit dem Alessandro. Schaut mal, wie ich da aussehe. Da waren wir in Italien, da ist meine Schwester. Da ist eben auch der Gianluca. Aber ich habe ein besonders schönes Bild. Das möchte ich euch unbedingt zeigen. Also hier erstmal noch der Gianluca mit dieser Latzhose hier, Winnie the Pooh, ist noch von Max. Hat er Liam auch getragen. Habe ich noch. Ja, das sind so Erinnerungsstücke, ne? Aber ich wollte euch ja ein ganz besonderes Bild zeigen. Und zwar dieses hier. Da ist auch der Max mit drauf. Hier der Bollerwagen. Da waren wir die Attraktion in Ginosa Marina. Aber hier ist eben auch mein Papa drauf. Und hier ist der Gianluca. Der Gianluca hat einen ganz, ganz besonderen Bezug zu meinem Papa gehabt. Und ja, wie gesagt, das sind natürlich auch noch weitere schöne Bilder mit drinne. Und ja, es wird mit Sicherheit, wie gesagt, sehr, sehr, sehr emotional. So, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ich würde sagen, los geht's. So, guck mal, muss ich werfen. Irgendwie hat der Max was verwechselt. Ich hab das Brot eigentlich für den Liam bekommen. Hast du es nicht gesehen? Nee, was denn? Hat der Max das so vorgemacht, Liam? Hm? Jetzt kannst du es. Jetzt kannst du es nehmen. Jawohl. Bring das schnell den Tieren. Schnell. Super! Hast du keine Angst vor dem? Also ich habe ein bisschen Angst. Der ist schon sehr groß. Oh. Hallo. Na du? Wie geht's dir? Könnte man auch schön chillen. Wetter ist ja heute auch ideal dafür. Ach, es ist einfach so schön hier. Es ist so idyllisch. Ach, da kann man eigentlich richtig gut entspannen, ne? Ja. Gehen wir mal dahinter. Da kommen meine Jungs. Da hinten ist der Lucky. Da ist der Max. Schauen wir mal, was der Max jetzt möchte. Vielleicht möchte er eine Runde Pony reiten. Spaß. Meine Lieben, neuer Tag, neues Glück. Ich habe gar nicht mehr gefilmt, sorry dafür. Aber wir hatten so einen schönen Mittag. Wir haben so viel noch gelacht und erzählt. Es war sehr, sehr emotional. Wir haben ja den Abschluss vom Gianluca gefeiert. Das war für mich, beziehungsweise für uns als Eltern, also natürlich auch für meinen Mann, was ganz, ganz Besonderes. Der Gianluca hat jetzt einen Ausbildungsplatz und zwar ab September, genau in der Firma, zu der er gern hingegangen wäre. Es hat alles geklappt, das war gerade kein deutscher Satz, aber ich bin so aufgeregt, wenn ich darüber spreche und ich bin so stolz. Vor allen Dingen, weil eben sein Traum in Erfüllung geht.
Jetzt habe ich aber noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar hat mir der Postbote ein Paketchen gebracht. Hier mit wunderschönen Sachen. Ihr wisst ja, wie viel oder welchen großen Wert ich auf Bilder lege. Erinnerungen, ja, die ich mir somit schaffe und die ich festhalten kann. Ich habe ganz, ganz oft die Alben meiner Kinder in der Hand und ich bin einfach total glücklich, dass ich da diesbezüglich ja, das so eben gemacht habe, als sie schon klein waren und man vergisst halt auch so viel. Ist klar, das Gehirn kann nicht alles speichern und dazu habe ich jetzt was wunderschönes bestellt, auch für meine Mama, die wird sich da riesig drüber freuen. Das soll als Inspiration für euch sein, das ist ein kleiner Tipp, das ist eine Internetseite, da werdet ihr mit Sicherheit was finden, die haben wunderschöne Sachen. Dazu wurde mir auch ein Rabattcode für euch gewährt, den blende ich euch ein, beziehungsweise ich schreibe euch dazu nochmal alles unten in die Infobox, das ist sehr, sehr interessant, mit Sicherheit auch für euch. Also so nennt sich die Seite Send Moments und es gibt so viele verschiedene Kategorien. Ich bin jetzt hier bei Hochzeit, es gibt Einladungen, es gibt Danksagungen, es gibt so viele verschiedene schöne Produkte, die ihr euch aussuchen könnt. Also hier zum Beispiel Geburtstagskarten, gibt es auch Taufkarten, aber am allerschönsten sind natürlich für mich die Bilder. Hier bin ich jetzt auf Wandbilder gegangen. Hier, das sieht jetzt so aus. Und ich zeige euch dann das Bild, das ich mir eben ausgesucht habe vom Liam. Das ist genau da. Und da ist so eine Goldkante. Also ich kann es jetzt gar nicht richtig beschreiben. Das ist so erhaben. Also ja, ich zeige es euch gleich. Dann könnt ihr es besser verstehen. Jedenfalls gibt es ganz, ganz viele verschiedene Produkte. Ich gehe gerade nochmal hoch zusammen mit euch. Hier auch Fotobücher zum Beispiel, da gibt es auch eine unzählige Auswahl. Das ist alles schon richtig schön hier angeordnet, vorgefertigt, damit ihr dann eben nur die Bilder einfügen müsst. Da könnt ihr natürlich eurer Fantasie auch freien Lauf lassen, ganz klar. Gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Hier ist noch weitere Anlässe der Reiter. Kommunion, Firmung, Einschulung, Trauer, Sommerparty und so weiter. Die haben auch Dekoartikel hier, zum Beispiel Konfetti bzw. Tischsets, alles Mögliche, ne? Tischkarten. Jetzt wollte ich euch noch kurz die Bilderboxen zeigen. Die finde ich nämlich besonders schön. Hier sind sie. Da gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten und da habt ihr was ganz, ganz Individuelles und was ganz Besonderes. Hier zum Beispiel, schaut mal, da steht Familie, hier dann die jeweiligen Namen der Familienmitglieder. Also das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich und super hochwertig, wirklich. Vor allen Dingen das hier, schaut mal, wenn man ein Baby bekommt, richtig, richtig schön. Auch zum Beispiel, wenn man etwas verschenken möchte an die beste Freundin zum Beispiel, da kann man da schöne Bilder eben reinlegen. Hier steht's Freunde. Na, das ist einfach ein ja, ganz, ganz besonderes Geschenk beziehungsweise ein ganz besonderes Schätzchen, das man dann eben zu Hause hat und das sicher auch ganz oft rausholt und sich die schönen Bilder dann eben anschaut. Mein Rabattcode, der nennt sich Rosella30. Da habt ihr die Möglichkeit, eben jede Menge Geld zu sparen. Der ist gültig bis zum 25.10. Ich schreibe euch aber nochmal alles unten in die Infobox. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal hier meine Auswahl. Also zum einen habe ich hier zum Beispiel diesen Kalender. Der kommt hoch ins Büro. Alle Bilder kann man sich so gestalten, wie man das möchte. Hier habe ich eben ganz viele verschiedene Familienbilder ausgewählt. Da ist der Max. Hier ist der Gianluca. Da ist wieder der Gianluca und so weiter. Hier habe ich natürlich noch weitere, eben zu jedem Monat passend. Hier habe ich jetzt meine Box hier aus Holz, damit ihr das mal seht, wie hochwertig das hier ankommt. So sieht das aus. Und dazu gibt es dann eben die Bilder in diesem Format. Da waren wir in Holland und ja, das war eben unser Trip 2020 nach Holland. Das war jetzt auch noch mit dabei. Da sind noch die restlichen Bilder, die eben hier zu der Box gehören. Und hier ist das Bild, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Und hier ist dieser Gold, ja, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall ist es halt wunderschön und super edel. Und schaut mal, was hier steht. Eine große Liebe, die den Atem nimmt. So schön gemacht. Und ihr könnt euch bei Send Moments auch
Bilderrahmen aussuchen, damit ihr dann eben das komplette Set habt. Ich habe mich hier für diesen entschieden. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Produkte. Könnt ihr auch mal schauen. Und hier wollte ich euch eben noch das Fotobuch zeigen. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Also hier zum Beispiel habe ich jetzt dieses in dieser Lay-Flat-Bindung. Das heißt, ihr habt, wenn ihr das so hinlegt, eben die Seiten komplett flach. Und die Seiten sind auch etwas dicker. Das ist übrigens der Max und der Gianluca. Eben passend, ne? Heute zum Video vom Gianluca. Yay, die Sonne scheint. Wir gehen jetzt runter an den Main. Davor räume ich aber noch die ganzen Sachen hier weg. Ich hoffe, dass es ein kleiner Tipp war. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen lang. Aber ich wollte es euch ausführlich erklären, denn ich liebe, 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 liebe solche Geschäfte. Ja. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Und die Sachen sind einfach so, so wunderschön und qualitativ so hochwertig. Und mit dem Rabattcode könnt ihr da definitiv nichts falsch machen. Vielleicht sucht ihr ja noch was. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch da ein Stück weit inspirieren konnte. Sorry wegen meiner Hand, aber die Sonne ballert hier richtig schön rein, worüber ich mich natürlich wahnsinnig freue, denn die letzten Tage waren ja wirklich richtig schlimm. Da hinten stehen übrigens noch ein paar Kartons. Wir haben nämlich neue Lampen. Also was heißt neue Lampen? Wir hatten ja noch nie Lampen, sagen wir es mal so. Es hängen jetzt Lampen. Ja. Deswegen nicht wundern, dass da hinten die ganzen Kartons stehen. Und deshalb musste hier auch alles aufs Sideboard weichen, was hier auf dem Tisch lag. Mein Gott. Egal. Also, wir gehen an Main und dann sehen wir uns später wieder. Wir haben es uns anders überlegt. Wir gehen nicht zu Main, sondern hier in unseren Pool. Oh, Wasser ist scheinbar aus. Schon mal einschalten. Der Liam hat hier jetzt schon mal eine leckere Fischsuppe gekocht. Und das ist nicht so lecker, Liam, oder was ist damit los? Warum willst du das jetzt da runterschütten? Hm? Eiscreme? Mmh. So, ich habe jetzt hier noch einen großen Karton vorbereitet mit Pullis, Jacken, dann so, wie nennt man die, Sweatshirts, wo ein Reißverschluss ist. Ich weiß es gar nicht, wie man das jetzt nennt. Kurze Hosen, lange Hosen, T-Shirts und hier noch diese Schuhe. Als Hilfspaket klebe ich jetzt noch zu und bringe es runter. Morgen haben sie jetzt nochmal einen Ausflug mit der Schule. Die fahren nach München, dazu muss ich jetzt noch ein bisschen was vorbereiten. Und nächste Woche gehen sie tatsächlich schon Pizza essen mit der Firma, also die Auszubildenden des ersten Schuljahres, also Ausbildungsjahres. So, ja, dazu wollte ich jetzt auch gleich noch ein bisschen was mit Gianluca vorbereiten und vor allen Dingen wollte er sich jetzt gerade noch ein paar Klamotten bestellen für seine Abschlussfeier, die ist auch nächste Woche. Also es wird sehr, sehr aufregend jetzt in den nächsten Tagen für mich, für uns. Vor allen Dingen für mich, weil ich bin da ja sehr nah am Wasser gebaut. Muss ich aber, wie gesagt, mit dem Gianluca noch ein bisschen was vorbereiten. Der ist gerade hier. Schaut nochmal über die Klamotten, die er sich bestellen möchte für den großen Tag. Dann sehen wir uns gleich wieder. So machen wir's. Meine Lieben, so der Liam, der ist jetzt hier glücklich mit seinem Wasser in seinem Planschbecken. Der schwimmt jetzt eine Runde, ein kleiner Fisch. Total süß. Ich wollte jetzt noch ein paar Gedanken mit euch teilen und zwar zum Thema Urlaub bzw. dass der Alltag so anstrengend ist für alle. Und deshalb hoffe ich, dass euch das Video vielleicht ein bisschen ablenken konnte. Vielleicht war ja auch eine Inspiration dabei. Aber ich finde es tatsächlich sehr anstrengend, dass man so nichts planen kann. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Ne? So, also weiß man ja generell nicht. Aber zum Thema Urlaub meine ich jetzt, ob es sinnvoll ist, wegzufahren oder ob man sagt, nee, wir halten mal weiterhin den Ball flach. Ich meine, die Zahlen sind zurückgegangen. Es ist ja auch erlaubt, ne? Es ist ja jetzt nichts Verbotenes. Aber nichtsdestotrotz sind wir sowieso schon die ganze Zeit super vorsichtig. Aber ja, es wäre schon schön, ne? So ein paar Tage mal die Mama sehen. Die habe ich jetzt wirklich schon sehr, sehr lange nicht gesehen, meine Mama. Und ja, auch für die Kinder mal so ein bisschen Abwechslung
Ihr habt mir auch geschrieben, ganz, ganz viele haben das geschrieben, dass sie wegfahren, dass sie sich drauf freuen. Aber auch einige, die zu Hause bleiben und zum Beispiel ihren Garten renovieren, ne, habt ihr mir auch geschrieben, finde ich auch klasse, dass ihr es euch da eben schön macht. Ja, das werden wir sehen, ne, was die Zukunft so bringt. Ob das jetzt alles so richtig ist. Ja, auf jeden Fall steht es für uns auch noch in den Sternen, ne? Ob ich ein paar Tage wegfahre oder nicht. Mein Mann, der kann nicht weg. Das ist leider nicht möglich, was natürlich auch sehr schade ist. Aber für die Jungs, ja, bin ich halt am Überlegen, was wir so machen. Vielleicht auch einen Ausflug zum Bodensee. Da würde ich super gerne hinfahren. Ja, und auch zu der momentanen Lage natürlich, zu dieser Flutkatastrophe, der absolute Wahnsinn. Wirklich, das hat mich ja bis zum Rande der Verzweiflung gebracht, tatsächlich, weil ich da körperlich nicht anwesend sein kann und mithelfen kann. Also nicht, dass ich jetzt die größte Hilfe wäre, aber es ist mir nicht möglich. Erstens mal ist es zu weit weg, dann habe ich ja noch den kleinen Liam, aber ich habe Hilfspakete gepackt, habt ihr ja gesehen. Ich habe Geld gespendet und ich habe meine Gedanken dazu auch auf Instagram geteilt. Spendenseiten und so weiter natürlich auch geteilt, dazu meine Reichweite genutzt, aber es ist einfach so traurig und so dramatisch. Letztendlich habe ich aber ganz viel Hoffnung dazu, dass es, dass alles wieder gut wird, natürlich nicht für diejenigen, die jemanden verloren haben, ne? Also nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen, aber ja, so, es wird aufgebaut und es wird ein Neuanfang. Es ist natürlich alles super traurig, gar keine Frage. Aber ich, ja, ich bin da wirklich so, dass ich positiv denke und bete und hoffe, dass alles wieder in die richtige Bahn gelenkt wird. Ne? Es wird natürlich nicht von heute auf morgen passieren, auch keine Frage. Also wie gesagt, nicht, dass mich jetzt hier jemand falsch versteht. Meine Gedanken dazu habe ich auf Instagram geteilt und möchte jetzt mit dem Thema hier auch gar niemanden runterziehen. Also mich macht das halt enorm fertig. Ja. Ja. Naja, okay, gut. Schade, dass ich jetzt das Video hier mit so einem negativen Thema beende, aber es gehört eben letztendlich zum Leben dazu. Und das bestimmt eben im Moment auch meinen Alltag tatsächlich, weil irgendwie gefühlt keine Minute vergeht, in der ich nicht an dieses Drama denke oder Bilder dazu sehe, mir Gedanken mache, wo ich noch helfen könnte. Ja, und so ist es nun mal, ne? Deswegen heute auch in diesem Video. Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall nur das Beste. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch auf und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.